Ich bin Christian Mante, komme von der Deutschen Bahn, bin da bei der DB Systel unterwegs. Systel ist ja der Partner für die IT-Anwendungen und alles, wo es darum geht, Datenverarbeitung vorzubereiten. Was habe ich mitgebracht? Ich habe im Prinzip, erstmal will ich die Botschaft übermitteln. Dann geht es darum, wozu brauchen wir endlich einen zentralen Punktwolkenservice? Wie passt so ein Punktwolkenservice in den Workflow von der Vermessung rein? Und natürlich so ein bisschen, was man damit machen kann, damit man so ein bisschen abgeholt ist. Man muss dazu sagen, es geht jetzt hier nicht darum, wie total super Bilder zu zeigen, sondern im Prinzip erstmal aufzuzeigen, dass die Bahn zentral eine Möglichkeit hat, Punktwolken abzulegen. Und es ist vielen Leuten gar nicht bewusst. Wir sind sehr viele Kollegen, die im Baumanagement unterwegs sind, wo Daten erfasst werden. Und in der Regel ist es so, dass diese Daten sehr heterogen vorgehalten werden. Und mit dem Punktwolken-Service, den wir vor 3 Jahren ausgeschrieben haben, steht jetzt eine Möglichkeit zur Verfügung, Punktwolken zentral abzulegen. Und das Thema ist halt, dieser Service kann sofort genutzt werden, weil er als Rahmenvertrag zur Verfügung steht. Das Hochladen von den Punktwolkendaten ist relativ einfach möglich und man kann die Punktwolkendaten auch für die Weiterverarbeitung dort wieder runterholen. Und wir haben eine projektübergreifende Nutzung, die dann eben darauf möglich ist. Wofür brauchen wir diesen Punktwolkendaten-Service? Wir haben bei der Bahn relativ aufwendig die BIM-Methode eingeführt. Und jetzt ist natürlich so, dass in verschiedenen Anwendungsfällen mit der BIM-Methode für zum Beispiel Bestandsaufnahme, die Visualisierung, die Plankoordination oder die Baufortschrittskontrolle Punktwolken benutzt werden. Einerseits um die Visualisierung der Realität in das Projekt mit reinzunehmen und für die Kommunikation zu verwenden und auf der anderen Seite die Planung immer wieder mit der Realität abzustimmen. Und natürlich gibt es auch verschiedenste Anwendungen, sieht man ja auch auf dem Lässegelände, die halt die Bauüberwachung dabei unterstützen mit Drohnenbefliegung und der Datenerfassung, die den Baufortschritt nachzustellen und zu kontrollieren. Also Stichwort an der Stelle ist eigentlich, dass man mit weniger Ressourcen vor Ort die gleiche Sicherheit herstellen möchte. Bauüberwacher sind zum Beispiel Mangelware. Die Ausbildung dauert relativ lange und man möchte nicht, dass die Bauüberwacher über die Baustelle laufen und mit Punktwolken Datenerfassung bzw. Datenerfassung über Drohnen ist es möglich, dass der Kollege remote seinen Job mehr oder weniger machen kann. Und aus diesen unterschiedlichen Anwendungsfällen entstehen natürlich unterschiedliche Lösungen, die halt durch die unterschiedlichen Auftragnehmer bereitgestellt werden. Und was immer am Ende passiert von einem Projekt ist, dass die Daten in der vielleicht andersrum. Also wo die, ich muss vielleicht nochmal gut. Also ein großer Anwendungsfall ist die gemeinsame Datenplattform bei BIM. Und bei BIM ist es so, oder bei der Datenplattform ist es so, dass die Punktwolkendaten relativ große Datenmengen betreffen und in der Regel durch die CDE-Anwendung nicht aufgenommen werden können. Sodass wir eine sehr heterogene Situation vorfinden, dass unterschiedliche ANs in ihrer eigenen Infrastruktur die Punktwolkendaten nutzen, um die entsprechenden Anwendungsfälle zu erfüllen. Und was am Ende übrig bleibt, ist, dass wir halt keinen transparenten Zugang zu den Daten haben. Man hat nicht einen Ansprechpartner, man hat nicht eine Datenquelle, wo die Informationen abgerufen werden kann. Man hat unterschiedliche Infrastrukturen, die halt von den entsprechenden Auftragnehmern zur Verfügung gestellt werden. Und teilweise ist es so, dass halt am Ende von einem Projekt, damit die Daten zentral abgelegt werden können,
die Festplatten an die Zentralen geschickt werden und dort mehr oder weniger versauern. Die Erwartungshaltung ist natürlich, dass die Daten ein Stück weit auf einer Plattform liegen und dort über eine kartenbasierte Darstellung gesichtet werden können von verschiedenen Kollegen und diese eben dazu führen, dass mehr Kollegen die Information auch nutzen können. Also wir haben verschiedene Themen, wie zum Beispiel, es werden Strecken befahren von der DB Netz AG, wo halt Punktwolkendaten über Züge erfasst werden. Wir haben halt das Thema, dass terrestrische Datenerfassung zum Beispiel bei den Bahnsteigen gemacht wird, um die Datenerfassung zu gewährleisten. Und in der Regel ist es so, dass die Projekte untereinander eigentlich immer noch, wie soll ich sagen, keine saubere Plattform haben, um die Daten zu sharen, beziehungsweise auch einfach auch die Information, dass schon Information da ist, gar nicht unbedingt fließt. Und da soll oder dazu ist der Punktwolkenservice da, wo wir quasi in einer Welt alle möglichen Punktwolkendaten sammeln und darüber auch teilen. Das Stichwort an der Stelle ist die projektübergreifende Nutzung von Punktwolken. Wenn ich zum Beispiel eine Befahrung von einer Strecke habe, dann ist es natürlich interessant, wenn die Station und Service oder die Bahnhöfe diese Punktwolken auch nutzen können, um zu schauen, wie die Örtlichkeit aussieht, auch wenn kein Projekt da ist. Und das ist auch das große Thema, wer ist dafür zuständig, diese Informationen zu sammeln? In der Regel die Projekte ja nicht, weil die Projekte einen bestimmten Projektauftrag haben und am Ende von dem Projektauftrag wird alles an den Betrieb übergeben. Und die Frage ist halt, was passiert mit Punktwolkendaten? Braucht die jemand, braucht die keiner? Und wenn wir uns aber anschauen, projektübergreifende Nutzung für Punktwolkendaten ist schon ein Thema, auch wenn man verschiedene Kollegen spricht, dann fehlt mir da wieder diese Komponente, wo halt zentral diese Information vorgehalten wird. Und da spielt halt quasi der Punktwolkenservice rein. Wo unterstützt der Punktwolkenservice bei der Erstellung von Punktwolkendaten? Natürlich erstmal nicht in der Datenerfassung selber. Die Datenerfassung kann in unterschiedliche Art und Weise passieren. Einmal über Bilddaten, habt ihr vorhin gesehen, oder vielleicht auch Videosequenzen können dafür genutzt werden. Natürlich können auch Scanfahrten genutzt werden. Wir haben dieses Thema Navis zum Beispiel und aber auch terrestrische Laserscan-Daten. Diese ganzen Daten müssen natürlich in irgendeiner Form zusammengebracht werden und gemeinsam ausgewertet werden und natürlich auch mit für die Verortung koordiniert werden über Festpunkte. Das ist alles die Vorverarbeitung, wo dann quasi auch gesagt wird, in welchem Koordinatensystem wird das gemacht, ne? Um das auch auf dem Globus verorten zu können. Wo der Punktwolkenservice reinkommt oder wo der Mehrwert reinkommt, ist, die Kollegen, die die Datenerfassung machen, suchen eigentlich nach einer zentralen Möglichkeit, Informationen abzulegen und dort zu teilen. Ne, gerade wenn man jetzt hier schaut, wir haben auf dieser Messe relativ viele Kollegen, die da in der Datenerfassung unterwegs sind. Es wäre doch schön, wenn man eine Stelle hat, wo man Daten hochladen kann, keine Festplatten verschicken muss und diese Informationen mit anderen Kollegen teilen und das halt zentral organisiert wird. Und es geht nicht nur darum, die Nutzung fürs Projekt an dieser Art und Weise vorzunehmen, sondern eben auch gleich zu berücksichtigen, dass die Informationen für weitere Projekte in dem Umfeld genutzt werden können. Was auch noch geht, natürlich, wenn jetzt mehrere Daten anfallen, kann man verschiedene Punktwolken miteinander vergleichen bzw. zusammen mergen und kriegt dann auch raus, welche Datenerfassung ist denn eigentlich überhaupt noch nötig, weil ich dann sehe, an welcher Stelle Information fehlt. So kann man viel gezielter Informationen erfassen. Und dann haben wir natürlich noch die Komponente der Bereitstellung. Wofür? Für die Weiterverarbeitung Richtung Modellierung, Klassifizierung, Segmentierung und. Und das ist ja immer so, wenn man im Projektgeschäft unterwegs ist, aktuell werden viele Festplatten verschickt und man hat dann immer das Thema, welche Festplatte kann ich jetzt eigentlich löschen? Wo ist jetzt das Original noch drauf? Haben die anderen vielleicht noch eine Kopie davon? Also wir haben auch relativ viel redundante Datenablage von den Punktwolken. Und wenn man eben eine Quelle hat, was der Punktwolkenservice darstellt, dann ist dann diese Angst nicht mehr da. Ich kann jederzeit wieder in die Quelle reingreifen, mir die Information rausnehmen und die Weiterverarbeitung
fortfahren. Und zwischendurch natürlich, wenn ich sage, ich brauche die Information nicht mehr, weil ich habe das rausgeholt, was ich haben wollte, mein Modell, meine GIS-Information, dann kann ich die Daten lokal bei mir löschen. Ich kann ja jederzeit wieder von vorne rausziehen. Was kann ich machen mit dem Punktwolkenservice, den wir quasi für alle Bahntöchter ausgeschrieben haben? Klar, ich kann natürlich visualisieren, kann mir unterschiedliche Punktwolken anschauen. Das Ganze basiert auf einem Cäsium-Ansatz. Ich kann das in Weiterverarbeitung, Richtung Weiterverarbeitung nutzen, was ich gerade gesagt habe. Man wählt im Prinzip einen bestimmten Bereich aus und kann dann aus der Cloud sich die entsprechenden Punktwolken runterziehen. Ich habe auch ein Berechtigungskonzept nach dem Motto, dass die Kollegen, die ein Projekt haben, administrativ sagen können, welche Kollegen dürfen reinschauen. Und ich habe halt das ist so offen, dass von der Bahnseite aus alle Kollegen, die jetzt Single Sign-On, andersrum, alle Kollegen von der Bahn können relativ einfach reingenommen werden und die Projektleiter müssen dann einfach nur noch sagen, welche Daten darf der entsprechende Kollege sehen. Und dann kann jeder, der den Zugang zu den Punktwolken-Service hat, sich die Daten anschauen. Man muss dazu sagen, wir haben halt ein Lizenzmodell, was auf Token basiert. Im Prinzip wird tagesgenau abgerechnet. Jeder, der da reinschaut, wird abgerechnet. Und wenn er quasi jetzt einmal im Jahr reinschaut, dann ist auch nur einmal die tagesgenaue Abrechnung da. Das war bisher immer so ein bisschen so ein Thema, kann man später nochmal drüber sprechen. Also wir haben auch ein relativ attraktives Lizenzmodell, was dazu führt, dass die Information ja eigentlich mehr oder weniger fließen sollte und kann. Dann ist es auch möglich, Punktwolken zu vereinigen, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man Daten aus unterschiedlichen Punktwolken zusammenzieht, aus unterschiedlichen Datenquellen zusammenzieht und gemeinsam anschauen kann und diese dann auch wiederum gemeinsam exportieren kann für die Weiterverarbeitung. Und wir haben auch die Möglichkeit, Datenanalyse darauf zu fahren. Aktuell allerdings relativ einfach, weil die Ausschreibung ja mittlerweile 3 Jahre alt ist. Was heißt das für die Zukunft? Wenn wir eine zentrale Datenablage haben, also im Prinzip ist es so, dass die Idee dahinter ist, dass alle Datenerfassungen, wenn der Auftraggeber die Informationen bestellt hat für eine bestimmte Umbaumaßnahme, dass die dann eben auch wiederverwendet werden kann und dass wir eine zentrale Datenablage dafür vorhalten, für die Wiederverwendung der Daten. Wir haben einen einfachen Zugang zu den Informationen. Also man muss nicht erst Kunst fragen, wer hat welches Projekt und da müssten irgendwelche Daten schon mal vorhanden sein, sondern wir haben quasi einen Zugang, wo gesehen werden kann, welche Informationen wo vorrätig sind. Und jetzt kann man dann einfach nur noch fragen, darf ich da reinschauen oder nicht. Die Thematik ist eigentlich, dass wir vorbereiten wollen, dass die Information frei dort zur Verfügung gestellt wird. Das ist so ein bisschen ein Mindset-Thema bei der Bahn. Aber das sollte eigentlich der Weg sein. Vorhin habe ich schon gesagt, gezielte Datenerfassung nur an den Stellen, wo man es auch wirklich braucht, dass halt Ressourcen gespart werden. Und darauf aufbauend kann ich eben auch gewährleisten, dass die Datensicherung-Konzepte auch sauber umgesetzt werden, was ja heutzutage nicht in der Form geht, weil ja Informationen überall beim AN verstreut liegen und keine zentrale Datenablage vorhanden ist. Und ich kann natürlich auch dafür sorgen, dass die Integration von den Punktwolkendaten in Services oder Plattformen, wie zum Beispiel dieses neue Projekt, wo es darum geht, die CDE weiterzuentwickeln, dass man ein gemeinsames Frontend hat und im Hintergrund mehr oder weniger Daten miteinander reden, dass man auch Punktwolkendaten in dieser Form bereithält und darauf bereithält bzw. die Möglichkeit bietet, dass Datenströme miteinander arbeiten können. Und ein weiteres Thema ist natürlich auch, dass ich im Betrieb, wenn ich immer wieder ein neues Projekt anfange, habe ich natürlich die Thematik, dass ich alte Pläne habe, ich habe auch vielleicht Modelle.
Und dadurch, dass wir relativ schnell Datenerfassungsmöglichkeiten haben, kann ich auch die Aktualität von Modellen bzw. von Plänen überprüfen. Und natürlich, was auch hier in aller Munde ist, ist natürlich das Thema, wenn ich eine große Datenquelle habe, kann ich auch anhand dieser Datenquelle KI-Methoden ansetzen, um Segmentierung, Klassifizierung und auch Identifikation in Richtung SAP oder andere Daten herstellen. Das soll so ein bisschen so die Idee sein, wo wir damit hinwollen. Im Prinzip ist die Kernbotschaft eigentlich, wir haben von der Systel aus einen Punktwolkenservice, der für jedes Projekt genutzt werden kann. Das ist unabhängig davon, in welcher Tochter, Bahntochter man unterwegs ist. Wenn Sie als Vermesser mit Kollegen zu tun haben, Projektleitern, die bei der Bahn arbeiten und sagen, CDE kann ich halt einen Punktwolkenservice nicht ablegen oder kann ich Punktwolken nicht ablegen, dann gibt es halt die Möglichkeit, Punktwolkendaten über einen extra Punktwolkenservice zu hinterlegen und dann eben auch zu gewährleisten, dass die Information für den Auftraggeber ordnungsgemäß abgelegt wird. Das ist so mehr oder weniger die Kernbotschaft, die ich hier heute mal mitbringen wollte. Uns unterstützt bei der ganzen Geschichte tut die Point Cloud Technology, muss ich auch noch dazu sagen. Die hat damals die Ausschreibung gewonnen. Und wir sind da zuversichtlich, dass wir eigentlich ein Produkt am Markt haben, was zumindest das Thema Datenablage für den Auftraggeber in einer adäquaten Weise löst. Ja, hier noch mal so ein paar Bildchen, wo man so sehen kann, dass eine Punktwolke hinterlegt auf einer Karte. Hier sind wir in der DB Energiewelt unterwegs. Da spielt halt die Thematik Leitungen eine große Rolle, die halt sehr fein sind. Umbaumaßnahmen spielen da eine Rolle, wo halt so eine Punktwolke relativ schnell die Daten erfasst und gegenüber einer Neuplanung zur Verfügung gestellt werden kann.